Tja, ich sag nur Yippie-Yaya, Yippie-Yippie-Yay und jeder von euch kann sich jetzt überlegen, zu was diese ganz kurze Melodie passt. Auf jeden Fall passt sie eigentlich nicht zu dem Bäumchen, das hier vor mir steht. Naja, sind wir ehrlich, es ist ein Baum. Nee, es ist ein Busch und es ist eine Eibe. Aber erstmal, hi und herzlich willkommen zu My Bonsai and Koi. Ja, letztes Jahr im Herbst, wir haben Februar 2024, bin ich über dieses Ding hier gestolpert. Und ihr werdet jetzt natürlich sagen, naja, was will er? Eine Eibe halt, kerzengerader Wuchs nach oben. Hier oben sind wir ungefähr bei einem Meter ab Oberkante Topf. Also ein ziemlich hohes, großes Gerät. Aber ich habe mir die Eibe ein bisschen genauer angeschaut und da habe ich ein paar Merkmale entdeckt. Zum einen natürlich den genauen Namen, den seht ihr nicht, weil dann wäre ich überhaupt nicht mehr auf dem Bild. Es handelt sich natürlich um einen Taxus baccata, Clicco. Noch nie gehört, ich habe es auch gegoogelt, so eine richtig, naja, Erklärung habe ich nicht gefunden. Ja, die Eibe, die hat mich deswegen fasziniert, weil sie in diesem buschigen Grün, so wie alle Eiben, erstmal gerade nach oben wächst. Aber nicht nur das, nein, schaut mal hier, sie hat auch Triebe, die nach außen gehen. Und das ist ja eigentlich das, was wir wollen, was wir suchen. Und sie hat noch ein anderes Geheimnis. Aber ich würde sagen, bevor wir das erkunden, sorge ich hier einfach mal für ein bisschen Überblick und nehme mal alles raus, was eben gerade nach oben wächst. Und dann schauen wir mal, was so übrig bleibt von diesem Baumarktfundstück. Es hat sich einiges getan an meiner Eibe und ich muss ehrlich gestehen, es ist so ein klein wenig mit mir durchgegangen. Und jetzt befreie ich das gute Stück noch hier an der Oberfläche, denn über eins haben wir uns ja noch gar keinen Überblick verschafft, nämlich über das, was hier unten so abgeht. Und ihr seht, die Eibe steht in so einem ziemlich sandig erdigen Gemisch, passt eigentlich gar nicht so sehr zu ihr, finde ich zumindest, denn sie mag es, sie ist zwar durstig, aber sie mag es nicht feucht und in dem Ding hier ist doch eigentlich ziemlich viel Feuchtigkeit. Deswegen werde ich mich jetzt erstmal hier bis zu der unten abgeschnittenen Grenze mal, schaut mal hier, ich habe hier zwei kleine Larven gefunden schon. Naja, da freuen sich nachher die Fische drüber. Ja, ich werde hier mal ein Stückchen weitermachen. Aber bevor ich das mache, erzähle ich euch erstmal, was ich eigentlich jetzt gerade eben gemacht habe. Ihr habt gesehen, ich habe mich von allem getrennt, was ganz nach oben gegangen ist. Hier oben habe ich ein Stück weit eingekürzt. Wiederum mir eine Option für den Weg nach oben gelassen. Ob es der Ast hier dann wirklich wird, werden wir sehen. Hier unten musste ich mich von ziemlich viel dieses aufgefächerten
Geäst trennen, weil es unheimlich niedrig war und auch schon ziemlich dünn. Der Ast hier und der Ast hier, die liefen mir in meine Planung rein, aber ich finde diesen Doppelstamm ganz interessant. Hier der geschwungene, das hier vielleicht ein kürzerer, um in diese Richtung noch was zu gestalten. Aber ich mache jetzt erstmal hier unten fertig und dann wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben, als diese Ästchen zu drahten. Ihr seht, hier habe ich eigentlich auch noch nichts geschnitten. Hier war nicht so viel in diesem Mittelbereich, denn hier unten waren die austragenden Äste. Hier war vermutlich ein Stück zu wenig Licht dran. Das müssen wir natürlich zukünftig ändern. Und ich werde hier oben auch noch ein wenig zurücknehmen. Ja, ein komplettes Umtopfen, das wird es definitiv nicht. Ich will auch überhaupt gar nichts an den Wurzeln machen. Nee, ich will jetzt erstmal nur sehen, was hier ist. Und dann habe ich mit der Eibe einen Plan. Den erzähle ich euch, wenn es soweit ist. Also ich hole das Ding jetzt schon mal hier raus, in der Hoffnung, dass es funktioniert. Nee, tut es nicht. Mache ich in Ruhe, bevor hier irgendwas umfällt. Und ihr guckt mir dabei einfach weiterhin über die Schulter. Und ich sehe hier gerade, das gibt heute, glaube ich, eine extra Mahlzeit für die Koi. Was soll ich sagen? Manchmal kommt es anders und meistens als man denkt. Aber so ein Stück weit gehört Improvisieren ja auch zum Hobby Bonsai dazu. Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass mit dieser Wurzel hier sich ein schöner Kranz bildet. Hammer nicht. Die hier, die sitzt definitiv zu hoch. Deswegen nehmen wir die auch gleich mal weg. Die wird das Überleben des Bäumchens nicht positiv oder negativ beeinflussen. Hier habe ich Wurzeln, die mir perspektivisch ganz gut gefallen. Aber natürlich diese lange gerade Stelle, die hätte es nicht gebraucht. Aber zumindest, wenn man hier drauf schaut, habe ich einen Stammansatz, der dicker, der auch wirklich nach Stammansatz aussieht. Und warum habe ich jetzt eigentlich alles rausgeholt? Naja, zum einen, ihr habt es gesehen, ich habe wirklich nur mit dem Teil hier gearbeitet. Ich konnte das ganz leicht ausfächern. Am Schluss habe ich noch ausgewaschen. Ich hatte unheimlich viele von diesen Laufen drin. Ich würde mal tippen, bestimmt 30, 40. Ich habe die auch nicht an meine Fische verfüttert, denn mir kam dann der Gedanke, Moment, Eibe, giftig? Naja, war mir zu heiß, deswegen sind sie im Grünabfall gelandet. Aber natürlich habe ich jetzt ein Problem. Ich habe hier unten viel zu viel. Ich habe viele, viele, viele von diesen frischen, schönen, hellen Wurzeln. Das ist das neue Leben für die Eibe. Und ich habe sie zum Glück in allen Regionen. Und daher werde ich jetzt das Bäumchen irgendwo auf dieser Höhe von den Wurzeln befreien. Und wenn ich das gemacht habe, dann topfen wir auch gleich um. Auch das war nicht mein Plan, denn eigentlich wollte ich das Ding nehmen, nur ein Stück weit auflockern und in mein Hochbeet setzen. Aber von dem Plan bin ich jetzt abgekommen. Thank you.
Zumindest die Sonne scheint jetzt auf meine frisch umgetopfte Eibe. Ja, die Umtopfung, die nicht geplant war, der Weg sollte ein anderer sein, aber naja, man nehme so, man hat. Da Eiben grundsätzlich über das ganze Jahr zurückgeschnitten werden können und, ich habe extra noch mal nachgelesen, auch einen etwas heftigeren Wurzelschnitt gut wegstecken, bin ich eigentlich zuversichtlich, dass mir das, was hier drin jetzt in diesem Teichpflanzkorb drin steht, ausreichen wird, um ein Überleben zu gewährleisten. Und deswegen gehe ich noch einen Schritt weiter. Ich werde zunächst mal so ein paar Ästchen eliminieren, die mir so gar nicht ins Konzept passen. Und dann werde ich versuchen, weil ihr wisst, wenn die Eibe mal hart ist, man hat früher im Mittelalter nicht umsonst Bögen aus Eibenholz gemacht, dann geht nicht mehr viel. Deswegen werde ich ganz vorsichtig, ganz zart ein Stück weit noch Draht anlegen, auch noch den ein oder anderen Ast, wenn eine Doppelbelegung vorhanden ist, entfernen und das ganze Bäumchen vom Plan her ein klein wenig nach unten ziehen. Oberste Prämissen dabei natürlich, ich möchte, dass auch hier unten Licht hinkommt, denn die Eibe soll hier unten auch dichter werden, als sie es bisher war. Und ich werde auch diesen zweiten Weg nach oben auf jeden Fall mal bis hier oder hierhin behalten. Hier vorne, ich weiß, der stört. Aber stört mich jetzt mal gar nicht. Wir haben andere Baustellen. Das ist vielleicht mal eine Geschichte, aus der man auch irgendein schmuckes Totholzelement machen kann. Aber so weit gehen wir heute ganz sicher nicht. Deswegen schnappe ich mir jetzt den Taxus baccata und selektiere Äste und lege Draht an. Und dann schauen wir mal, wie wir so eine gewisse Gestaltung unter zugegebenermaßen leicht veränderten Voraussetzungen auf den Weg bringen können. Nicht mehr viel dran, oder? Was sagt ihr? Ah, wir müssen eins noch tun. Ihr habt gesehen, ich habe die Äste jetzt mehr oder weniger komplett durchgedrahtet. Und jetzt schauen wir mal, wie wir die noch ein Stück weit in Position biegen. Hier hinten bin ich mir nicht ganz sicher, ob der mir ausreicht vom Draht her. Wie gesagt, der Weg soll so ein Stückchen nach unten, nach oben, nach unten gehen. Das ist mal so der Weg, den ich mir vorstelle. Ich hatte aber gerade auch noch mal einen Blick auf den Baum. Den will ich euch gleich auch noch mal zur Diskussion stellen. Und zwar, Moment, hier sind wir. So ungefähr, lasst mich von vorne schauen. Der hier muss, könnt ihr mir auch was sagen, oder? Der hier muss natürlich rüber und noch ein Stück gedreht. Zu lang, kein Thema. Ich will nichts mehr wegschneiden. Ich habe jetzt unheimlich viel Grün weggenommen. Ja, so. Das ist so. Ich schaue mal auf das Display. Muss ich mir die Brille richtig aufgucken? Mein Gott, sehe ich dann doof aus.
Das ist so mal der aktuelle Plan. Aber ich habe gerade eben Vorderansicht. Erste Diskussionsstufe. Zweite Diskussionsstufe. Ich drehe ein Stückchen hier rüber, hole mir dieses Element mehr in den Vordergrund und hole mir diesen Bereich hier mittels eines Spanndrahts noch ein Stück hier runter. Die Geschichte werde ich mir überlegen. Aber nicht mehr heute. Ich habe der Eibe jetzt wirklich brutalst viel zugemutet. Ja, ich habe viel Grün genommen, mache ich mir nicht so die Sorgen, weil ihr wisst, die Eibe ja auch im alten Holz super gut austreibt. Und ich hoffe mal, sie übersteht das da unten. Klar, wir haben jetzt Mitte Februar, das heißt, das Ding wird jetzt nicht ins Hochbeet wandern. Nein, wird nicht im Chaos machen, bis die Temperaturen, wenn es fest, wenn es über, wenn der Schwerpunkt auch nachts dann geht's ins Hochbeet und dann werde ich auch nochmal schauen. Stopp, 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 nein. Stopp, aufhören, aufhören. Nee, so geht das nicht. So kann ich ja nicht aus so einem Video rausgehen. Und deswegen habe ich mir schon im Februar überlegt, gib der Eibe doch einfach ein klein wenig Zeit. Und jetzt Ende August, jetzt fühle ich mich so einigermaßen bereit, dieses Video zum Ende zu bringen. Ja, die ganz große Zufriedenheit habe ich zu diesem Bäumchen noch nicht mit mir in mir gefunden, aber zumindest so eine gewisse Empathie. Also mich hat der Baum einfach extrem überrascht, dadurch, dass ich hier unten verloren hatte, lang, ach, ihr habt alles gesehen. Und natürlich habe ich auch erzählt, wo der hinkommt, nämlich ins Hochbeet. Aber ich dachte mir, lass ihn erstmal ankommen in dem neuen Gefäß. Und wenn ich jetzt hier gerade das Unkraut rausrupfe, dann muss ich euch das einfach zeigen, denn schaut mal hier, und das ist jetzt nicht gestellt, das ist mir gerade eben aufgefallen, diese wunderschönen, frischen Eibenwurzeln. Und das macht mir Hoffnung, dass es nicht hier unten nur vorwärts geht, sondern auch, naja, ein, zwei, eher drei Etagen weiter oben. Und deswegen decke ich die frischen Wurzeln hier unten gleich mal ab. Dazu, bevor ich es vergesse, hole ich mir mein kleines Behälterchen und gebe der Eibe noch so ein Stück weit Dünger mit auf den Weg, denn die Wurzeln sind etabliert und naja, so vor dem anstehenden Herbst und Winter darf sie noch ein Stück weit Kraft tanken. Und das muss sie auch, denn sie wird, jetzt kommen wir zu der Ankündigung, im Hochbeet überwintern. Also das Ende des Videos wird sein, dass die Eibe ins Hochbeet wandert. Wenn man mit so einem Bäumchen hadert, dann läuft man immer wieder dran vorbei. Dann stellt man sich's auf den Tisch, entweder hier oder auf den Esstisch, was meine Regierung gar nicht so mag. Aber ich mache das ab und zu und sitze dann abends auch mal 10 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten davor. So hatte ich den Baum eingepflanzt, aber inzwischen drehe ich ihn ein Stück weit und sehe eigentlich meine neue Vorderseite hier. Denn mir gefällt dieses Szenario mit dem Kleinen so ein Stück weit im Vordergrund. Ihr braucht jetzt viel Fantasie mit schönen grünen Polstern, Etagen und dann so ein Stück weit den großen gebogenen in den Background geschoben. Dafür braucht es noch ewig viele Schritte und vor allem eins, wir reden über Eibe. Es braucht natürlich Zeit und dazu Wachstum. Und Wachstum, naja, das hole ich mir in den nächsten, ich würde mal tippen, mindestens 2 Jahren eben genau im Hochbeet. Und was mich da so zuversichtlich macht, da zeige ich euch jetzt mal kurz was dazu. Einen krassen Schnitt hatte ich hier an der Eibe, aber ich konnte mit dem Oberteil einfach nichts anfangen und mir gefällt, wie er zur Seite weggeht. Naja, ihr wisst, ich mache gerade gerne Kaskaden und irgendwie hat auch der einen richtig schönen Stammverlauf und Wurzelansatz.
Die Aufnahmen, die ihr gerade gesehen habt aus dem Tabula Rasa im Hochbeet Video, ich meine, es war im Sommer 2022, als ich diese Eibe, es ist tatsächlich die gleiche, zurückgeschnitten hatte. Die machen mir Hoffnung. Schaut euch mal dieses Teil an. Und dabei war die jetzt gar nicht 2 Jahre lang im Hochbeet. Nein, ich habe sie letztes Jahr im Herbst geborgen, in diese Schale reingesetzt. Aber ich hatte so viele Wurzeln, ich hatte so viel neuen Austrieb. Und das ist für mich einfach die Bestätigung. Und jetzt muss ich so ein Stück weit meinem lieben Kollegen Patrick von My Trees in the Pot widersprechen. Der hatte übrigens vor, ich glaube, es ist so knapp 2 Wochen her, ein mega geiles Video zu einem Ahorn. Ich blende euch da oben mal den Titel ein und verlinke euch das Video in der Beschreibung. Und da hat er gesagt, es ging um Wachstumsgefäße. Und er hat gesagt, er findet das vollkommen widersinnig, nicht zielführend, wenn man diese Wachstumsgefäße nicht im Freien stehen lässt, sodass diese Luft, wie heißt es, nicht Air Layering, es heißt, egal, dass im Endeffekt die Wurzeln aus dem Gefäß rauswachsen und dann absterben und damit der Ballen kompakter wird. Gebe ich ihm recht, die Erfahrung mache ich auch, aber ich habe eben auch sehr gute Erfahrungen gemacht mit der Aufzucht im Feld. Naja, bei mir ist das Feld ein Hochbeet, weil die Wurzeln wachsen dann raus aus dem Teichpflanzkorb oder dem Behältnis. In der Regel mache ich es mit Teichpflanzkorben und dann steche ich die Wurzeln einmal, vielleicht auch zweimal im Jahr mit einer Spachtel einfach drumherum herab. Her brauchen wir in dem Fall gar nicht. Und wenn ihr jetzt sagt, unten, da kann er, ja, mache ich oft so, auch mit oder ohne Teichpflanzkorb, um das Wachstum nach unten zu beschränken. So war es bei dem hier auch. Der stand auf einem Stück Teichfolie. Und genau das mache ich jetzt auch mit der anderen Eibe, denn der hier, naja, das war jetzt nur so ein Pausenclown. Nein, natürlich nicht. Der bekommt demnächst, wenn ich mich mal durch dieses Dickicht gearbeitet habe und mal eine Idee habe, wohin es mit diesem Monster gehen soll, bekommt er natürlich ein eigenes Video. Ich hole jetzt nochmal, naja, ihr wisst ja, das momentan so geduldete Projekt auf den Tisch. So, Vorderseite momentan immer Zwischenstand. Genauso geht die Eibe jetzt mit Teichfolie unterlegt ins Hochbeet. Dünger haben wir noch mal drauf getan. Ich werde sie gut angießen und dann werde ich sie einfach wachsen lassen. Den Draht? Eibe wächst ja extrem langsam, obwohl, naja, wenn ich mir den Kandidaten da unten angucke, den Draht mache ich vorher noch weg, da braucht ihr aber nicht dabei zu sein, weil ihr wisst, wie das geht. Schnipp, schnapp und Draht ab. Ich lasse die Eibe jetzt erstmal über den Winter ankommen. Im Frühjahr schaue ich mir den Austrieb an. Dann darf sie wachsen, wachsen und nochmal wachsen. Ziel ganz klar, Apikaldominanz eindämmen. Ich brauche hier unten, wenn mein gewünschtes Szenario was werden soll, brauche ich hier unten dicke, ausladende Äste, damit das so, naja, ich habe schon wieder, Gott sei Dank, zu dem Baum wieder Kopfkino. Und dieses Kopfkino passt ja auch bei Kino, werde ich natürlich mit der Kamera festhalten. Aber ganz, ganz klare Aussage, ich glaube, irgendwie eine Entwicklung 2026, vielleicht 2027, schauen wir mal. Ganz so lange müsst ihr natürlich für das nächste Bäumchen und das nächste Video hier auf My Bonsai & Koi nicht warten. Nächsten Freitag, 18.30 Uhr, würde ich euch gerne wieder begrüßen und mit jetzt doch Vision und nicht nur Frust verabschiede ich mich aus diesem Video. Wenn es euch dennoch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da und kommt gut über das Wochenende und gut durch die Woche und naja, Freitag, 18.30 Uhr. YouTube, My Bonsai & Koi. Bis dann. Ciao, ciao. So, Draht kommt weg.